Ja, Freunde, es ist der Schrei nach der ESL-Meisterschaft, meine Freunde, ich hoffe, ihr freut euch. Dann ist es wieder Zeit, die Frühlingsseason 2021 steht an. Letzte Woche war ja schon der Auftakt in Gruppe A mit Venom zusammen und ab heute für eigentlich fast alle Spieltage am Montag habe ich mir jetzt von etwas weiter weg die Unterstützung geholt. Der gute Slam ist an meiner Seite und ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich definitiv auch. Ich meine, ich habe einfach mal Venom ersetzt. Das ist auch was, was irgendwie nicht jeder von sich mal behaupten darf. Vor allem an einem Montag, wenn die Woche losgeht, muss man sich halt dann auch erstmal beweisen, dass man die Leute auch gut durch die Woche bringen kann. Ja, es wird heiß. Wir haben wieder Sprout am Start. Wir haben ja in Gruppe A mittlerweile diese Aufteilung der Teams Big Omen Academy als aktuelles Big Lineup in der Meisterschaft ist immer in Gruppe B zu sehen. Da gab es letzte Woche ja eine Terminverschiebung. Das heißt, Gruppe B ist bisher noch unangetastet und wir machen mit Gruppe A direkt weiter. Und wer sich jetzt fragt, so Gott, oh Gott, so viele Daten und Teams und ich weiß gar nicht, wo ich das alles nachschauen kann, die Webseite der ESL Meisterschaft hilft euch da weiter. Könnt ihr jederzeit draufgehen, entweder mit dem pro.eslgaming.com/Deutschland. Das ist aber viel zu umständlich, eslmeisterschaft.de, da kommt ihr auch direkt drauf und könnt euch dann eins dieser vier wunderschönen Spiele aussuchen. Wir klicken natürlich auf das einzig wahre Game auf Counter-Strike Global Offensive und haben da die Matches für heute. Was gibt es denn heute so im Angebot? Heute haben wir zum Start erstmal Sprout gegen Entropy im Paket und danach eben nochmal die Unicorns of Love gegen eSport 3 Neck um 21.30 Uhr. Ja, wird also ein heißer und vollgepackter Tag und ihr seht es auch gerade parallel, läuft Sissy State Punks gegen Touch the Crown, auch die starten um 19.15 Uhr, das Ganze beim guten Telvosar auf dem Zweitkanal ESL-99Damage 1. Also einfach die 1 hinterpacken oder mit Multi-Twitch gleich beide Games miteinander abgreifen, dann kriegt ihr da die volle ESL-Meisterschaftspackung, nur für euch nochmal zur Information. Hier unten sehen wir auch schon die Maps, darauf gehen wir gleich nochmal im Besonderen ein. Was uns jetzt interessiert, ist die aktuelle Rangliste, die ist natürlich ein kleines bisschen irrelevant am zweiten Spieltag, denn da hat sich natürlich noch nicht so viel getan. Aber Sprout, das kann man schon mal sagen, so ein bisschen als insgesamter Favorit und Titelverteidiger, als einziges Team in der letzten Woche mit einem 2-0 gegen eSport Rhein-Neckar. Ja, ist definitiv erstmal eine Ansage, vor allem gegen ein Lineup, was sich wirklich erstmal beweisen muss. Entropy ist ja hier in der ESL-Meisterschaft auch mit uns ein unbeschriebenes Blatt und kann jetzt womöglich sich als Underdog vielleicht mal ins Spiel bringen, denn Sprout kann sich vielleicht nicht so stark auf Entropy vorbereiten. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt, was man da auch sehen wird. Entropy Gaming ja als Aufsteiger neu in der ersten Division bei der Meisterschaft. Und du hast Lineups gerade schon mal angesprochen. Wir schauen direkt mal auf eine Grafik, die euch die Lineups nochmal näher bringt. Bei Entropy Gaming haben wir Maxe, Master, Pashorty, Baljace und Zesta. Und bei Sprout die alten bekannten Faven, Speedy und Dennis mit den in Anführungszeichen Neuzugängen Cressy und Slacks. Für sie ist ja die Meisterschaft unter der Flagge von Sprout jetzt hier der Startschuss gewesen. Sind aber schon seit letztem Jahr im Lineup offiziell und haben sie auch schon wirklich bewiesen. Also sie sind ein super starkes Lineup und ich würde sagen hier ganz, ganz klar der Favorit. Was würdest du denn sagen bei Sprout generell als Team? Sind sie für dich das aktuell beste Team in der Meisterschaft, nachdem Big ja nicht mit dem Main-Lineup antritt? Ich würde das Ganze sogar unausgesprochen unterschreiben, aufgrund dessen, dass eben Sprout ein gesetztes Lineup ist, was immer im selben Core zusammenarbeiten darf. Diese Möglichkeit ist ja jetzt eben Big Academy oder Big in dem Fall nicht gegeben und da eben durch die Rotation der Spieler etc. kommt man oft mal ins Wanken, dass bestimmte Positionen vielleicht nicht so gedeckt werden, wie man es eben gewohnt ist. Sprouts da unangefochten, alle Spieler haben ihren Platz, alle Spieler wissen ganz genau, wo sie stehen müssen und dadurch für mich wirklich Nummer 1 aktuell. Ich bin gespannt, ob sie es auch halten können. Da, wie gesagt, bin ich ganz deiner Meinung und ich denke, da werden uns viele auch beipflichten, dass Sprout eben so ein bisschen das Nonplusultra ist, auch in Gruppe A, wo wenige Teams eigentlich die Chance haben sollten anzugreifen. Aber die ESL-Meisterschaft ist für Überraschungen gut gewesen. Auch in der letzten Season hatten wir einige Underdogs, die auch ein Big gefährlich nahe gekommen sind und teilweise auch Punkte gekostet haben. Am Ende geht jedes Spiel nochmal in die Vollen und die ersten beiden Maps stehen auch schon fest für die Begegnung. Wir fangen an mit Nuke und danach kommt Inferno. Nuke eine Map, wo man bei Sprout wirklich sagen muss, die spielen sie super, super gerne. Letztes Jahr in der Meisterschaft ihre beste Map und ihre meistgespielte Map gewesen. Inferno hat man eher selten gesehen. Ist aber, denke ich, auch eine Karte, die eigentlich jedes Pro-Team können muss.
Inferno ist halt like Basic CS. Also ja. Inferno ist das nach das 2, was jeder kennt, von ein 6 weg über CSS. Die Map ist basically immer gleich geblieben, hat sich in sich selbst fast nie verändert und dadurch kann jeder Spieler, der heute auf dem Server ist, diese Map in- und auswendig einatmen. Er weiß ganz genau, wo er stehen muss. Überraschungen auf Inferno sind eher seltener Fall, aber man kann natürlich ganz stark sagen, okay, welches Team kann sich vor allem auf der T-Seite dann dominanter durchsetzen? Also, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Das, wie gesagt, erst Map Nummer 2. Starten tun wir auf DE Nuke. Und die Abschlussfrage zur Voranalyse, ganz, ganz klassisch natürlich. Was denkst du? Wie geht's heute aus mit den zwei Maps? Wer wird das Ding holen? Mein Kopf sagt 2-0 für Sprout. Mein Herz sagt, vielleicht haben wir eine kleine Underdog-Chance, dass Entropy sich vielleicht eine von den zwei Maps abstecken könnte. Ich würde es mir hoffen. Ich glaube auch, es ist immer schön, wenn es einigermaßen spannend ist und wenn sich die Underdogs auch gut präsentieren. Letzte Woche hat es ja leider nicht so gut geklappt für eSport Rhein-Neckar. Wir können auch gerne nochmal auf die Ergebnisse schauen, wenn wir noch ein, zwei Minuten Zeit haben. Da ging es ja in Matchday 1 los und eSport Rhein-Neckar hat kein Land gesehen gegen Sprout. 16-3 auf Inferno für Sprout und 16-5 auf Vertigo für Sprout. Aber vielleicht kann Entropy ja ein bisschen mehr rausholen. Vielleicht können sie die Sprösslinge ja ärgern. Ihr könnt auf jeden Fall mehr rausholen aus dem Stream der ESL-Meisterschaft. Und zwar, indem ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmt. Ihr habt die ganze Season dafür Zeit, euch da einzutragen. eslmeisterschaft.de/raffle oder eben Ausrufezeichen Gewinnspiel in den Chat. Da kommt ihr zum Gewinnspiel unserer Partner. Da müsst ihr zum einen unseren Partnern folgen auf Social Media und könnt da eben unterschiedliche Entries sammeln. Je mehr von diesen Aufgaben ihr macht, desto höher ist eure Chance, einen dieser tollen Preise mitzunehmen. Unter anderem gibt es einmal den Bitburger 0,0 Beanbag mit 2x24 Dosen von Bitburger 0,0, also der Biervorrat für zu Hause wird aufgestockt. Eine 25 Euro Paysafe Card für 10 Leute im Raffle und es gibt die McDonald's Big Mac Bettwäsche. Es ist nicht mehr der Sitzsack. Mittlerweile könnt ihr schon im Big Mac schlafen. Auch da 6 Leute nochmal glücklich gemacht. Und 4x ESL Classic Hoodie von der Technica. Also, es ist einiges dabei. Es ist einiges zum Abholen. Und dementsprechend, glaube ich, lohnt es sich da auf jeden Fall mitzumachen. Definitiv. Wer will nicht in einem Big Mac einschlafen? Das ist der geheime Traum von Slam, in so einem Big Mac einzuschlafen. Ja, don't let your dreams be dreams. Mitmachen, das lohnt sich. Ich meine, das ist ein Traum. Sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, wer es mitnimmt. Es gab ja einige schöne Bilder auch in der letzten Season mit diesem Sitzsack und alle wollten ihn zurückhaben. Jetzt gibt es eine Bettwäsche. Es ist fast noch krasser. Wenn den irgendjemand gewinnt, ich will einen Twitter-Post damit. Ich will dieses unfassbar formschöne Bett mit dieser Big Mac-Bettwäsche unbedingt sehen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ja, ich würde sagen, bevor wir euch jetzt noch irgendwas ans Ohr labern, gehen wir einfach mal rein in die Map und gucken den Jungs beim Warm-Up zu, denn da sind wir schon formschön auf Nuke unterwegs. Und dann gucken wir mal jetzt, komm, hier rein. Sehr schön. Die Allow Third Party möchte mich noch nicht. Wir sehen hoffentlich gleich was. Jetzt sehen wir was. Das hat aber gedauert. Er war sich noch nicht sicher, aber jetzt sehen wir was. Wunderbar. Manchmal dauert das Ganze einfach ein bisschen, bis man halt wieder mit der Technik zufrieden ist, aber wir haben ja nichts verpasst. Nee, noch läuft Warm-Up, wie gesagt, es sind mittlerweile die meisten Spieler, sag ich mal, auf dem Server. NKJ ist noch bei Sprout da, da fehlt auf jeden Fall, wie ist es denn? Faven, Dennis haben wir, Cressy haben wir, Slex, Speedy fehlt, wo ist er hin? Ja, vielleicht im Spec, vielleicht schon da. Aber er wird definitiv rechtzeitig hier noch entscheiden. Ich glaube nicht, dass er sich das ganze Match heute mal sparen wird. Also 4 gegen 5 treten die definitiv nicht an. Nein, das wäre auch für Sprout wahrscheinlich schwierig. Da fehlt dann doch ein wichtiger Mann. Aber ja, ich sehe es gerade. Ich habe gerade Tab gedrückt. Da ist er auch schon mit drin. Es werden bloß nur 5 angezeigt. Also es sind theoretisch alle da. Und wir warten jetzt nur noch auf das Go. Wir haben unseres schon gegeben. Das heißt, in wenigen Sekunden, in wenigen Augenblicken sollten wir hier eigentlich reinstarten. Nur nochmal für alle zur Erklärung. Es ist in dem Falle kein klassisches Map-Veto bei der ESL-Meisterschaft, sondern jedes Team darf 2 Maps rausvoten, die sie auf keinen Fall spielen wollen. Am Ende wird aus den verbleibenden Maps random ausgelost, welche gespielt werden. Was bedeutet, dass auch jede Map für sich als Match steht mit 3 möglichen Punkten und per Knife Round quasi am Anfang entschieden wird. Heißt, Sprout und Entropy haben jede Map die Chance, sich die CT-Seite zu sichern, können daraus einen Vorteil mitnehmen und ich finde, vor allem auf Nuke kann das einen gewissen Vorteil bringen. Ja, definitiv. Vor allem, wenn man sich nicht ganz sicher ist, was man eben mit der T-Seite anfangen soll. Dadurch die CT-Seite, die einfachere Seite zum Start. Man kann halt die Spieler komplett auf Position setzen und man kann abwarten, was denn dann der Gegner so zeigen könnte. Schauen wir uns mal an, wer die Knife am Ende holt.
Five-Round-Karten ist nicht so unser Ding. Ja, trotzdem ein knappes Ding. Jetzt bin ich gespannt. Five macht's gut. Das ist One-by-One-Action. Einfach mal, also einfach full serious gespielt jetzt hier die Knife Round. Der Start ist wichtig. Ja, wir haben noch eine Minute 17 Zeit. Ich weiß gar nicht, was passiert, ganz ehrlich, wenn ihm die Zeit auslaufen würde. Aber vielleicht müssen wir gar nicht so lange warten. Oh. Er holt's echt noch. Ärgerlich. Ärgerlich für Entropy. Doof. Das ist echt doof für Entropy. So einen Vorteil willst du eigentlich mitnehmen gegen ein Team wie Sprout. Und das wäre im 2 gegen 1 super möglich gewesen. Faven war schon angeschlitzt. Reicht nicht. Also, Sprout auf der C-Seite starten und wir bedanken uns an dieser Stelle einmal bei unserem Sponsor in der ESL-Meisterschaft für Counter-Strike. Ist das eben zum größten Teil PaySafeCard. An der Stelle also ein großes Dankeschön an PaySafeCard fürs Unterstützen dieses Broadcasts. Und nach einem Bumper gehen wir rein in Pistol Round Nummer 1. Und damit herzlich willkommen. Pistolrunde läuft. Sprout gegen Entropy Gaming. Die Eröffnung des zweiten Spieltags der ESL-Meisterschaft Season 1 2021 steht an. Sie wird ja jetzt Frühlingsmeisterschaft genannt. Also wir sind wieder zurück in der Frühlingsmeisterschaft und der Wintermeisterschaft. Und ich freue mich drauf. Ja, wunderbar. Endlich mal wieder ein paar Seasons hören. Jetzt auf alle Fälle der Go in Richtung A. Faven und hinterer Side mit dem ersten. Kann nur den zweiten connecten. Die dritten hinterher. Dadurch ist Master gefallen und auf einmal ist es ein 1 gegen 3. Ein Bolt ist der letzte auf der Side. Ja, das wird sehr, sehr schwierig. Also da muss Ball einfach sich zurückziehen, kommt nicht mehr weg. Slacks mit dem letzten Frag und Sprout tatsächlich mit dem 1-0. Sie finden hier instant einen sehr schönen Start. Faven ist aufgewacht mit 3 super Headshots und präsentiert sich auch. Das ist natürlich genau so eine Pistole, die halt direkt, die direkt so eine Schelle gibt gegen einen Sprout, wenn es so klatscht. Ja, wunderbar. Jetzt auf alle Fälle erstmal bei Sprout die SMG-Power gefragt. 3 an der Zahl, eine von Mars, eine A4 im Gegenzug eben bei Entropy, tote Hose. Da hat man nur eine Deagle in den Händen von Bolt, aber das war's dann auch. Ja, wenig Chancen, Slacks mit dem Kill gegen Maxe und auch direkt weiter gegen Pashorty. Bolt fehlt ebenfalls hier. Dennis holt sich die Außenspieler ab und Zester im 1 gegen 5. Das wird eher unwahrscheinlich. Ja, nee, das ist eben überhaupt nicht der Fall. Money Rain Entertain, Cressy dort mit dem letzten Frag. Und dadurch Sprout jetzt 2-0 vorne und da zögert auch ein Slacks nicht lange rum. Da wird direkt die AWP ausgepackt. Das ist natürlich seine Signature-Waffe und direkt in Runde 3 kann das durchaus wehtun, wenn du auf der C-Seite direkt eine starke AWP im Außenbereich hast, die da einiges kaputt macht. Wir sehen jetzt aber auch direkt den ersten Full-Buy bei Entropy. Sie haben ja gerade den Safe gespielt, das heißt man spielt eben auf Runde 3 jetzt mit vollem AK-Setup. Und das wäre direkt eine wichtige erste Runde, um schnell in die Partie zu finden und Sprout nicht zu viel Druck auf einmal zu geben. Ja, 2 Spieler in Radio, einer im Außenbereich, das ist Master, der dort komplett alleine sich irgendwie den Weg dort in Richtung Mech-Halle vorarbeiten will. Hat ein Auge darauf, dass auch keiner von Sprouts dort eine Aggression startet, um eben vielleicht einen Lobby-Backstack zu starten, aber noch unveränderte Positionen, bis auf das, dass eben Dennis hier gerade Master gespottet hat. Ja, Dennis muss sich da auch zurückziehen, möchte nicht ins Duell gehen mit der MP9. Speedy an der Farmers Richtung Rampe. Er sieht den Spieler vor der Smoke, kriegt ihn nicht ganz, aber der Schaden ist schon mal da. Und er kann ein bisschen was ansagen. Ball jetzt mit dem Refrag gegen Slacks. Ein 1-1 Trade ist fast zu wenig für Entropy. Jetzt der Rückwärtsgang von Speedy dort auf die Side. Dadurch jetzt die Bewegung in Richtung Hell. Somit 2 Spieler schon mal unter Heaven geparkt, was natürlich ein guter Wraparound ist. Dennoch muss man eben auch die Tür richtig einsetzen und dort steht Zester. Der schaut nach oben, blickt nach rechts. Dort wechselt jetzt die Cam auf Balls, der Favenot geholt hat. Und Zester wird fündig gegen Cressy. Ja, Pashorty auch oben mit durch Heaven. Man kann den A-Spot hier von mehreren Seiten einnehmen. Und Dennis und Speedy im 2 gegen 4. Es ist eine Runde, die man wahrscheinlich angeht, weil es eben mit Farmer MP9 nicht so teuer ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Speedy den Klatsch holt, ist gering. Und Pashorty macht es auch fertig. 1-2. Sehr gut. Ja, dadurch ist auch instant wieder der große Buy von Sprout nach hinten losgegangen. Slacks wurde dort bestraft, hatte sich zwar die AWP gekauft, aber dann schlussendlich musste er sie doch abgeben. Ja, da ist sie wieder. Das heißt, jetzt Runde Nummer 4, 2-1 der Score. Entropy mit dem Geldvorteil erstmal in dieser Runde. Ah, mal gucken, wenn sie die Runde noch holen, ist das Geld komplett weg bei Sprout. Dann werden die Sprösslinge auf jeden Fall in eine
Eco gehen müssen, dann könnte Entropy sogar so einen kleinen Vorteil mitnehmen. Und das auf einer T-Seite von Nuke ist schon mal was wert. Also da muss man ehrlicherweise sagen, alles was gegen Sprout in so einer frühen Phase schon mal funktioniert, ist auch für die mentale Stärke nicht unwichtig. Wenn Sprout mal in so einen richtigen Flow kommt, kann es sehr, sehr schnell auch eine Überfahrt werden. Aber Entropy bisher alles gut. Dennis, schöne Schelle. Ja, da startest du erstmal mit einem guten Morgen in diesem Montag, wenn du Full Flash so ein Ding abbekommst. Bewegung in Richtung Rampe gestartet, Max auch schon durch. Dort jetzt, Speedy gespottet, der ist down. Slags mit dem Refrag, dennoch noch die Überzahl von Entropy. Aber einer nach dem anderen muss dort fallen, bis Pashort die schlussendlich Slags gefunden hat. 3-2, Bewegung in Richtung B, wird schnell. Ja, die Bombe nicht dabei, die muss erst noch mitkommen. Dennis hört die Steps, lässt ihn hier einfach durch, geht aufs Knife. Oh. Ah, es ist ein super Knife-Kill. Das gibt Dennis extra Geld nochmal für die nächsten Runden. Jetzt Doppel-AWP gesaved und Sprout mit 3-1. Ist das bitter für Entropy, dass man diesen Force-Buy nicht abhalten kann. Ja, dadurch jetzt erstmal die Double-Orb in Sprouts Händen. Cressy, Faven und Dennis, alle drei mit Rifles bestückt. Ansonsten ist die Utility across the board auch sehr, sehr zahlreich bei Sprout. Ganz im Gegenzug zu Entropy, wo man sich mit einer Deagle sogar irgendwo begnügen muss. Ja, mal schauen, inwieweit man das nutzen kann. Auch dieser Force-Buy natürlich absolut winnable, absolut möglich mit 3 AKs. Aber Faven steht auf Hut. Ist eine gute Position, die spielt er sehr, sehr häufig, sehr, sehr gerne. Und holt auch Zesta direkt aus den Latschen. Das ist ein Vorteil für Sprout, auch nicht so unerheblich. Zesta hatte eine dieser AKs, die jetzt zerstört wurde. Ja, aber schnelle Bewegung von Entry jetzt in Richtung B. Speedy dort mit dem Entry, ja, aber da ist Faven auch sofort da. Dadurch die komplette Rotation dort über die Rampe abgekappt. Balls zwar mit dem Fracking Dennis, aber Faven schlussendlich trotzdem erfolgreich für Sprout. 4-1, ja, und dadurch ist die Economy von Entropy wieder nicht sehr gut. Ärgerlich, wirklich, man muss ehrlich sagen, das ist eine sehr ärgerliche Entwicklung für Entropy, die eine gute Chance gehabt hätten, in diese T-Seite reinzustarten, Sprout zu brechen, selber ein bisschen das Ruder in die Hand zu nehmen. Jetzt hat Sprout das Ganze völlig im Griff, haben wieder Geld auf der hohen Kante, eine Doppel-AWP, noch ein super Equipment und Entropy muss eben auf Deagles zurückgreifen. Slags mit dem ersten Frack. Ja, bekommt aber instant den Double Tag ab und dort ist Speedy allerdings an der Rampe wieder da. Holt sich Maxe, Balls auch gefallen, paar Shorty ebenso weg. Jetzt ist Zesta Last Man Standing, der dort chancenlos sich gegen Slags ergeben muss. Ja, und dadurch ist das hier der Clean Sweep für Sprout, das 5-1. Ja, und somit kann Entropy jetzt wieder kaufen, aber es wird natürlich spannend, inwiefern, dass sie sich jetzt nach diesen verlorenen Runden wieder in die Partie zurückkämpfen können. Ja, und zurückkämpfen gegen Sprout ist immer gleich nochmal eine doppelte Herausforderung. Aber man ist natürlich motiviert. Man möchte dem großen Favoriten und dem aktuellen Titelverteidiger so gerne Punkte abnehmen. Weil das sind halt die Punkte, die ich von anderen Teams abheben können. Das sind halt die Punkte, die vielleicht am Ende über den dritten oder vierten Platz auch für den Klassenerhalt entscheiden können. Und hier jetzt Cressy von der Hardposition holt mit der MP9 einen Drop nach hinten. Damit hat man nicht gerechnet. 2 Kills. Ja, Master Star hat jetzt im Heaven oben nochmal Slags gesehen. Der muss sich dort mit seiner AWP erstmal in die Rückwärtsbewegung zurückziehen. Dadurch erstmal ein bisschen Ruhe eingekehrt. Allerdings ist die Bombe Mann Balls hat die eben auf der Schulter. Und es wird natürlich spannend, ob sich Entropy dort irgendwie auf dem A-Spot sich das Ei legen kann. Ich weiß es nicht. Nochmal die Heilgranate von Slags. Wartet hier erstmal ab. Noch kein Plant möglich und Master muss halt irgendwie schauen, dass er Einzelduelle isoliert und genau so macht er das. Er holt tatsächlich Speedy, dann aber Heaven zu schnell noch rumgekommen. Slags mit dem letzten Frag und die 6. Runde bereits auf dem Konto von Sprout. Aber auch da CT-Seite auf Nuke, wenn Sprout hier 19 Runden holt. Entropy Gaming kann auf der eigenen CT-Seite einiges zurückschlagen und zurückholen. Jetzt wieder kein Geld. Ärgerlich für Entropy, dass sie in diesem Geldstrudel jetzt gefangen sind. Das kostet natürlich Runden. Aber es ist schon echt ärgerlich, dass du halt gerade gegen Sprout jetzt erstmal auf Nuke noch auf der T-Seite starten musst. Jetzt bist du schon 6-1 hinten und musst dann eben in Runde Nummer 8 hier wieder mit Deagles vorlieb nehmen. Dennoch kann Zesta hier erstmal die Runde wunderschön öffnen. Ja, das war wirklich ein sehr, sehr schöner
Opening Frag, da sieht man direkt wieder, was für eine Stärke die Deagles haben können. Maxe mit dem nächsten Shot gegen Cressy von der Seite. Dennis, auch der wird rausgenommen. Und man kann sich Waffen picken. Die Auge jetzt hier in den Händen von Cesta. Und das Ding gegen Speedy wäre richtig gut gewesen. Ja, 1 gegen 2, Balls jetzt gegen Favon und Speedy. Dort hat Speedy allerdings sofort den Blick richtig in Richtung Halle gesetzt. Ja, 7:1, Brasil is real. Und das heißt natürlich Aufholjagd für Entropy. Das Geld ist da und jetzt heißt es Runden holen. Ansonsten läuft Sprout dort ganz, ganz weit davon. Wahnsinn, wie gut Sprout bisher wirklich in der ESL-Meisterschaft steht. 16-3, 16-5 waren ihre ersten beiden Maps, haben da nichts zugelassen bei ihren Kontrahenten. Jetzt geht's wieder mit einem 7:1 los und was ein Push von Slax in die Flammen. Ja, das war echt High Risk, High Rewards. Da hat Maxi noch ein HP über. Cressy im Gegenzug jetzt ebenso runtergeschwächt. Dadurch würde ich mal sagen, even ground. Ja, alles wieder möglich. Alles wieder drin. Mal gucken. Es ist immer noch natürlich eine heiße Runde. Wie du sagst, Maxi und Cressy am seidenen Faden noch gerade so am Leben. Aber schwierig bisher. Schwierig bisher das Game für Entropy Game. Außenbereich wird von Entropy dort erstmal angespielt. Also Master ist mit Balls dort eben um Secret positioniert. Dennis komplett zurück in Secret geschoben. Steht in der Halle oben, hat einen Off-Angle in Richtung Halle Entry eingenommen und wartet dort natürlich drauf. Okay, er wartet auf den Move. Stattdessen bewegt sich jetzt Slax an der Rampe vor, holt Maxe. Überzahlsituation für Sprout, auch wenn nur hauchdünn. Ja, der AWP-Schuss war ganz wichtig gegen 1 HP. Sonst hätte es nicht gereicht gegen Maxe. Nein, auf keinen Fall. Sehr, sehr wichtig, dass Slax aber auch weiter pusht. Das war ein wichtiger Shot gegen Cesta. Damit ist auch die Bombe down. Speedy und Dennis mit weiteren Frags. Und ja, Boss, was soll er machen? 1 gegen 5, verdreht sich noch ein bisschen. Ja, er hat auf jeden Fall was dagegen. Ah, da hätte er fast nochmal Cressy holen können. Aber ganz cool zu sehen war das, dass Dennis gerade eben in der Halle ein paar Fake-Steps gemacht hat, um die Attention von Balls in seine Richtung zu holen, währenddessen, dass die Menge gepusht worden ist. Also war ein schöner Move, selbst in dieser krassen Überzahlsituation. Ja, es läuft wirklich sehr, sehr gut für Sprout. Sie machen das ordentlich. Entropy Gaming 1 gegen 5. Immer und immer wieder sind sie halt so weit abgeschlagen, dass es nur noch unmögliche Klatsches sind. Also ich erinnere mich an wenig Runden, in der Entropy am Ende auch vielleicht noch die Chance gehabt hätten, die Runde rauszuholen. Es scheitert schon an den Entry-Situationen, es scheitert an diesen ersten Kontakten. Jetzt übernimmt Speedy wieder die Rampe mit der AUG, geht da aber tatsächlich auch nicht zu aggressiv in die ganze Sache. Entropy hat zumindest wieder 5 AKs. Ja, alle sind in der Lobby positioniert, bis auf Master, der dort komplett off guard eben den Außenbereich hält, für die Utility gesettet. Flash kommt hinterher in Richtung Außen, um das Ganze ein bisschen zu faken. Und jetzt soll er Execute über die Door erfolgen. Faven allerdings dort komplett mit der Rasur gegen die Tür. Ja, Dennis im Support, dadurch jetzt das 2 gegen 3. Spot ist offen. Oh, Cressy, hat er nicht gut reagieren können. War, glaube ich, geflasht oder sowas. Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall nicht hingeschaut. Die Nate prallt ungünstig ab. Und das heißt, es ist ein 2-on-2. Das meinte ich. Jetzt hat man endlich mal eine Runde, die man gewinnen kann bei Entropy. Aber der Frag von Speedy war kritisch. Ja, da wollte man sich splitten. Da wollte man es wirklich kompliziert gut spielen, was vielleicht in dieser Situation die falsche Entscheidung gegen Sprout war. Denn jetzt sind es eben diese Aim-Duelle, die dort Balls hätte eingehen müssen, aber da hatte keine Chance. Da war Speedy zu gut positioniert und jetzt eben daraus resultierend die erste Pause der Partie. Ja, sehr, sehr spät, aber ich finde es super wichtig, dass Entropy hier langsam mal irgendwo diese Pause zieht, weil die Überfahrt von Sprout sich schon wieder anbahnt. Die kommen in genau so einen gruseligen Gameflow wie in der letzten Woche, wo wir es auch, wo ich es mit Venom oft angesprochen habe, wenn du Sprout wirklich ins Spiel kommen lässt und die einfach super confident sind, dann trifft jeder von denen einfach zu gut. Dann ist das individuelle Aiming auch zu stark und Entropy hat wieder kein Geld. Also jetzt vor der Eco wahrscheinlich, die wir jetzt sehen werden, mit ein paar Upgraded Pistols vielleicht in der nächsten Runde. Und Sprout so schnell wieder so weit vorne. Ja, das Problem ist es, dass Entropy gerade momentan auf der T-Seite ein bisschen ideenlos wirkt. Also man hat jetzt noch keinen wirklichen Execute in Richtung Außenbereich gesehen, also keine Default Smokes, die dort irgendwo geflogen sind, um eine gewisse Konstante ins Spiel zu bringen. Stattdessen sehr, sehr starkes Lobbyspiel, sehr viele Contact Plays, die natürlich gegen Sprouts, die so aimstark sind und auf dem Papier natürlich auch weit überlegen sind, mehr als so gefährlich sind. Ja, es ist
leider, also was heißt leider, es ist einfach das stärkste deutsche Team aktuell in der ESL-Meisterschaft. Es ist ein Team, was zweimal in Folge gegen den Big Clan, gegen das Main-Lineup den Titel der Meisterschaft abgeräumt hat. Sie waren das gesamte letzte Jahr deutscher Meister und wollen da halt weiter angreifen und weiter anknüpfen und haben auch die besten Mittel dazu. Es ist ein Top-20-Team und sie haben sich immer und immer wieder beweisen können. Slacks mit dem Frag gegen Master, wieder eine Überzahl für Sprout. Ja, 4 Deagles sind da noch am Leben für Entropy. Speedy an der Rampe, der fällt jetzt erstmal. Maxe mit einem wunderschönen Entry, aber jetzt muss natürlich mehr kommen. Dennis, dort schon positioniert, die Flash kommt gut. Slacks allerdings im Gepäck, der erste dadurch gefallen. Refrag wieder von Maxe. Jetzt wird es ein bisschen brenzlig, dennoch Cressy kommt aus dem Radio heraus. Sorgt dort für die Double Digits bei Sprout und jetzt haben wir definitiv eine eindeutige Führung. Eieiei, Double Digits Sprout. 10:1 und wieder bahnt sich hier eine völlige Vernichtung an, aber noch ist es nicht so weit. Entropy, vielleicht brauchen sie die CT-Seite, um auf Nuke hier besser in der Partie zu stehen. Jetzt gibt es erstmal noch ein paar T-Runden, die man vielleicht im Optimalfall noch mitnimmt, so 10:5 oder 11:4 wäre zur Schadensbegrenzung noch sehr wichtig. Wenn Sprout so weitermacht wie bisher, wird es aber eher sehr, sehr schwer. Da ist Zesta auch gefallen. In der Door jetzt, dort die Rampe Smoke am Faden, Speedy dort schon mit dem richtigen Riecher. Ja, kegelt dort auch fast Entropy schon wieder halb um. Dadurch jetzt Balls, paar Shorty und Maxe nach wie vor im Radio gesettet. Der Execute soll erfolgen, Speedy ist da. Ja, Speedy Nummer 1, Nummer 2 noch gesehen, er weiß von beiden Spielern und Speedy mit 3. Einfach mal den Augstrahl reingezimmert und dann ist es Runde Nummer 11 für Sprout. Und da sind auch gerade einfach alle am Start. 15 bei Slacks, 12 bei Speedy, 11 bei Dennis, 10 bei Faven. Alle spielen sie mit, alle haben sie gerade Spaß. Und das gilt auf Seiten von Entropy leider nur für Balls irgendwie. Der hat mit 12-0-11 die einzige positive und brauchbare KDA. Ja, der setzt sich dort ein bisschen ab von seinen Mates, aber nichtsdestotrotz, es ist noch nichts verloren. Man soll den Kopf nicht hängen lassen und vor allem jetzt auch nicht, wenn der stärkste Spieler instant gefallen ist. Die Antwort ist da. Master mal mit dem 4 gegen 4 und Slacks hat nur noch 32 HP. Dennoch erfolgreich gegen den Spieler, der gerade eben versucht hat, über außen durchzukommen. Ah, Paschanti um gegen Heaven, Maxe mit dem nächsten und das sieht erstmal wieder gut aus. Slacks hat nur 32 HP, aber auch eine AWP. Ist also nicht ganz so schlimm, dass er angeschossen wurde. Für Speedy heißt es wichtigster Mann. Und er holt mit der Nate den Kill gegen Peshorty. Es ist ein 2-on-2. Ja, Zester under Heaven, Maxe im Pommes drin. Altbekannter Begriff, Ursprung nach wie vor unentdeckt. Zester jetzt mit dem Peak in Richtung Main und dort ist Speedy im Highground. Und jetzt schlussendlich haben wir die zweite Runde für Entropy Gaming und die war tatsächlich schön runtergespielt. Ja, immer so ein bisschen schade, wenn man in der 13. Runde seinen Score verdoppelt, aber zumindest hat man ihn verdoppelt. Zumindest ist man da jetzt so ein bisschen dagegen angekommen, gegen die Wand von Sprout. Für die ist Geld kein Thema mehr. Die werden bis zum Ende dieser Halbzeit komplett runterkaufen können, alles was sie wollen. Entropy muss da ein bisschen vorsichtiger sein, denn für sie ist es weiterhin ein Kampf ums Überleben in diesen letzten beiden Runden. Ja, Double Hole von Sprout jetzt erstmal über die Rampe gesettet. Dort Dennis jetzt mit der Rotation über dem B-Spot in Richtung Secret. Dadurch hält man jetzt so mit 2,5 Spieler den Außenbereich. Slacks auch dort der Erste, der zum Erfolg kommt. Balls gefallen. Ja, die Bewegung von Entropy komplett in Stocken gekommen durch diesen No-Scope durch die Smoke von Slacks gegen Master. Ah, gucken, ob man da nochmal was rausholen kann bei Maxe mit ein paar Shorty zusammen Richtung Rampe. Man hat Slacks jetzt auch auf dem Schirm, aber Slacks macht einfach weiter, holt den nächsten Headshot und hat auch Spieler Nummer 3 bereits im Blick und gesehen, das wird schwierig. Man kommt vielleicht runter, aber viel mehr wird man nicht holen, glaube ich. Da wollte er das Ace. Da ist er wirklich in den Flammen gestanden. Da war er cocky. Da wollte er eben alles herausholen, was nur bloß geht. Max und Zester jetzt die letzten verbleibenden Spieler für Entropy. Einer 12, einer 78. Und das ist alles, was über die Lobby jetzt zurückkommt und wahrscheinlich in Richtung A marschiert. Ah, nochmal ein Frag auf Seiten von Sprout und Zester ist der letzte Überlebende. 1 gegen 4. Und Faven, nee. Was? Ich war nicht mal drauf, ich hab's nicht gesehen. Faven mit dem Taser. Oh, dreist. Das ist fast so schlimmer wie ein Knife-Kill, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Wenn du getasert wirst, triggert dich das. Sonst ist Speedy immer derjenige, der den Taser gerne auspackt. Aber Faven kann auch und hat auch Bock. Ach, ist das schade, Mann. Es ist leider wenig, es gibt leider wenig zu highlighten, wenig zu casten auf Seiten von Entropy. Es ist einfach ein zu starkes, zu übermächtiges Sprout aktuell. 12-2 und wieder Speedy mit einem 1-on-1. Ja, aber dieses Mal die Antwort und dieses Mal geht's auch schnell in Richtung B. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Cressy das Ganze abhalten kann. Master gespottet über die Long Distance allerdings, kann er den Spray nicht ganz connecten. Allerdings ist Entropy gefragt, dort Sprout auch zu finden. Maxi mit der Antwort, 3 gegen 3, das ist durbel. Ja, Bombflank geht aber nicht durch, man will da durchziehen hinter dem Reaktor und Cressy pusht einfach, holt sich den Frag gegen Maxi und Master und Zester. Jetzt im 2 gegen 2, Bombe noch nicht geplantet, aber das ist egal, bei 1 Minute und 10 Sekunden hat man noch genügend Zeit, mit dem man hier ein bisschen spielen kann. Und jetzt wird Slacks ganz wichtig. Oh, das ist natürlich unglücklich hier für Master. Monitor fliegt auch perfekt. Slacks lässt dort überhaupt keinen Fehler zu. Da hat Master die Schulter gezückt und musste dadurch instant sein Leben geben. Jetzt das 1 gegen 2 vom jungen Herrn von Entropy. Ah, Slacks haut den ersten bisschen daneben. Zester ist aber getrappt. Man weiß, wo er sich befindet. Immer noch die 40 Sekunden. Sein Polster, mit dem er vielleicht ein bisschen arbeiten kann. Versucht jetzt mit der Deagle nach vorne zu gehen. Versucht diese One-Taps zu setzen. Und durch die Smoke kommt man tatsächlich nochmal weg. Also Zester kann die Bombe recovern. Währenddessen rotiert Slacks in Richtung A. Jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt geht es natürlich um die Geduldsspiele, aber da wurde er schon gespottet. Faven sieht Zester und er will wieder für den Knife-Kill gehen. Ich sehe es ihm an. Er marschiert ihm einfach hinterher. Sie spielen mit ihm. Ja, Faven weiß es halt. Er weiß halt ganz genau, dass diese Runde nicht mehr holbar ist für Zester. Bei 6 Sekunden, jetzt geht er dahinter. Also sarkastisch. Ja, niemals. Never ever. Man knifet ihn einfach weg. Einfach nicht zu viel so. Info. Einfach so viel Info. Wieder. Der zweite Knife-Kill für Sprout. Der Defuse ist da. 13-2. Entropy Gaming. Leider auch am heutigen Spieltag absolut chancenlos gegen die Sprösslinge. Gegen ein einfach unfair starkes Sprout. Das ist leider ein Klassenunterschied. Mal schauen. Entropy mit der Pistolrunde und ein paar schönen Frags und ein paar schönen Runden in Folge. Vielleicht nochmal mit dem unfassbaren Comeback. Aber so richtig fühlen tue ich es nicht, muss ich ehrlich sagen. Was ist denn deine Score-Prediction? Ich meine, 13-2 steht jetzt. Jetzt kannst du entweder 16-2. Wirklich jemanden die... 16... Was? Nein, Pistolrunde geht jetzt an Entropy mit 2 Follow-up-Runden auch. Dann alles schauen klar. Wir mal, wohin alles das klar. Die Reise geht. Doch, schauen das mal. Geht. Okay, okay. Das alles geht. Klar. Ich habe Vertrauen. Slam Belief noch. Ja, jemand muss es tun. Mal schauen, Pistol sind immer offen. Das kann Entropy durchaus holen, also mit USPs auf der CT-Seite. Es soll ein Rampe-Push werden. Oh, und dort, genau dort steht Zester ganz alleine. Jetzt kommt eben der Support im Hell dazu. Aber der ist zögerlich. Sprout hat die Rampe eingenommen und marschiert voll durch in Richtung B. Ja, erster Kill von Master ist da gehört worden. Nochmal von oben, Cressy, auch der wurde gesehen. Cressy und Speedy mit 2 schönen Frags. Maxe gewinnt sein Duell und den zweiten. 2 gegen 3. Faven und Dennis jetzt die letzten verbleibenden Spieler für Sprout. Und das sind natürlich Duelle, die Entropy hier gewinnen muss, um weiter irgendwo Chance zu haben auf die Enyu. Und Maxe macht das gut. Faven, 1 gegen 2 von 2 Seiten beschossen. Maxe gespottet, den ersten gesehen. Und Balls. Ah, Faven spielt auf Zeit jetzt. Er spielt auf Zeit, er schafft's nicht. Ja. Und dann hat tatsächlich der gute Slam recht. Pistolrunde geht an Entropy 3-13. Und damit haben sie nochmal eine Chance, ein bisschen mehr in dieser Partie zu zeigen. Jawohl, somit hier die 3 am Stehen. Das 16-2 geht nicht in Füllung. Und jetzt kommen eben die 2 Folgerunden. Dann sind die Karten neu gemischt. Und dann, wenn sie jetzt wirklich Runde 4 und Runde 5 holen, dann traue ich ihnen auch zu, das Ganze auf ein 7 hochzubringen. Aber dann liegt es wirklich an Entropy selbst. Alles, was sie dorthin begleitet, ist mein Glaube an sie. Ob ihnen das reicht, ich hoffe es. Sehr, sehr gut. Also, Slam glaubt noch an euch, Freunde. Mal schauen, ob es am Ende ausgezahlt wird. Also, ich sag's mal so, wenn die das wirklich holen, das wäre schon eine Wahnsinnsstory. Aus einem 13-2 die Map noch zu gehen. Ja, schade. 2 Kills. Don't let your dreams be dreams, Entropy Gaming. Bashorty, Max und Zester, jetzt die letzten verbleibenden Spieler für Entropy. Der A-Spot ist soweit noch komplett in ihrer Hand. Aber es ist natürlich verwunderlich,
was Sprout hier aus der Schulter gleich zücken wird. Die Bewegung geht über die Main jetzt in Richtung A-Spot. Das könnte wieder in die Hände von Entropy gehen. Ah, Kressi steht aber noch gut. Hat beide gesehen, hat beide gesehen. So viel Schaden. Maxi auf 3 HP ist down. Zester im 1-on-3 mit einer MP9. Er holt noch einen Kill. Der ist geschenkt. Der erste war geschenkt und dadurch ist der Traum noch weiter am Leben. Die Tor unglücklicherweise für ihn geschlossen. Dennis nicht gespottet, boah, aber dort ist halt die Schelle instant da und dadurch ist das 14:3 Sprout sicher und somit ist Entropy unglücklicherweise in einer Eco-Runde gefangen. Ja, wir werden wahrscheinlich sogar forcen, weil sie zu wenig Geld haben für eine Sparrunde. Das heißt, man kauft jetzt komplett runter auf Null, versucht alles, um Sprout hier vielleicht doch nochmal ein bisschen zu ärgern. Sprout aber jetzt mit 4 AKs und einer MAC-10 deutlich bessere Waffen und eine bessere Ausgangslage, um dann doch den Patzer nochmal sehr schnell auszugleichen. Ja, Zester dort jetzt gefragt, dann haben für den Ersten da allerdings gesetzt, aber die Antwort von Cressy da. Dadurch jetzt die Rotation abgekappt vom Faven noch dazu. Entropy fällt dort Stück für Stück auseinander, denn Porshorty muss sich dort ergeben gegen Favens Acker. Der Bombspot B gehört ihnen, die Bombe gelegt, 2-4 Retake. Ja, mit Scout und Deal. Leider auch nicht die besten Waffen für so eine Retake-Situation in diese 40 Sekunden, die Sprout jetzt hier runterlaufen lassen kann, die Sprout jetzt die Sicherheit geben, zumindest schon mal mit Runde Nummer 15 einen Punkt aufs Konto gebracht zu haben. In der SL-Meisterschaft gibt es ja bereits einen Punkt für das Erreichen der Overtime und dann haben sie 12 Chancen, 12 Stück, mit einer einzigen ist das Ding hier gegessen. Ja, Balls kann sich da vielleicht nochmal eine AK ergattern. Die ist Gold wert auf alle Fälle. Jetzt halt bloß nicht abgeben, das Ganze. Was eine krasse Leistung. Ich bin immer wieder beeindruckt, was einfach ein Sprout auf dem Server zeigen kann. Weil Entropy ist auch kein Team, was kein Counter-Strike spielen kann. So, das sind unglaublich gute Teams in der Meisterschaft. Das ist die Elite in Deutschland, die besten Teams, die wir haben mit super individuellen Spielern. Und wir haben ja letzte Woche auch Entropy auf einem anderen Level gesehen, die super gut zusammen agieren. Aber ein Sprout zeigt einfach, was für ein Klassenunterschied doch nochmal zwischen einem Top-20-Team und einer ESL-Meisterschaft bestehen kann. Ich bin ganz ehrlich schon mal gespannt auf Inferno, weil da sehe ich definitiv mehr Chancen wie hier auf Duke. Aber wir sind natürlich gespannt, inwiefern das Entropy sich noch verwirklichen kann. Porshorty mit 2 Frags durch die Smoke gegen Cressy und Faven. Allerdings die Überzahl vielleicht nicht ausspielbar für Entropy. Ja, Slacks kann zumindest die Bombe schon mal legen. Das heißt, die Zeit läuft jetzt ein weiteres Mal gegen Entropy Gaming ab. Sie müssen in den Retake, aber da hat man eine Überzahl. Wenn auch schwächere Waffen, ist das zumindest was, womit man arbeiten kann. Und man kommt zu dritt über die Rampe. Zu viert sogar. Alle 4 in Richtung Dennis. Der macht 2 davon. Somit jetzt noch Master und Zester, die letzten verbleibenden Spieler für Entropy Gaming. Die Zeit am Ticken, das Kit allerdings nicht mit dabei. Und somit wird das wahrscheinlich die unmögliche Aufgabe für Master sein, der sich dort im Long Range gegen Speedy befindet. Und das Ding ist durch! Und somit gewinnt Sprout das erste Match des Abends. Da war ich ja so weit weg mit meinem 16:2. Am Ende wird es ja, 16:3 für die Spresslinge. Eine weitere Machtdemonstration. Und nach dem Bumper sehen wir uns wieder auf einer wunderschönen Kamera. Ja. War deutlich, muss man leider genauso sagen. Um 19.16 Uhr haben wir angefangen. Das waren jetzt exakt 30 Minuten. Für Map Nummer 1 auf DE Nuke hat Sprout gezeigt, sie sind einfach das stärkste Team in der Meisterschaft. Ein weiteres 16:3, schon das zweite insgesamt in den bisherigen Spieltagen. Bist du überrascht, Slam? Ich glaube nicht, oder? Es war schon irgendwie abzusehen. Ich hätte mir mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe wirklich gehofft, dass es ein engeres Spiel wird. Wo ich mich jetzt wirklich auch in Inferno wieder sehe, weil Inferno ist eine Map, die man auch öfter auch in Packs spielt. Da kommt es nicht so sehr auf die taktische Stärke an, sondern mehr auf die Individualität der Spieler. Da muss man einen starken Hold haben, da kann man auch sehr viel mit Solo-Aktionen holen, die hier auf Nuke eben nicht der Fall waren.
Also hoffen wir, dass Entropy mit Solo-Aktionen vielleicht gegen Sprout ein bisschen kitzeln kann und dann doch ein bisschen mehr Chancen zeigt. Es ist immer wieder eine neue Chance. Also es fängt immer wieder bei 0-0 an und die kochen auch nur mit Wasser. Es ist dasselbe Game. Es kann eine Überraschung geben. Sprout ist trotzdem natürlich der Favorit. Wir machen eine kurze Pause von circa 12,5 Minuten und sind dann zurück mit Map Nummer 2, DE Inferno zwischen Entropy und Sprout. Bleibt dran, bis gleich. No pulse and all alone.
time's not kind and it won't let go. No thoughts left in my head. My mind's not mine and it won't forget. But you bring me back from my darkness black. Cause the soul in me and the heart I have for you, it bleeds for you, it beats again. Oh, you bring.
just wanna be someone and never fall behind again. Just keep on moving on. Never look down, never fade out. Never fade out. Meine lieben Freunde, ein bisschen früher als der Timer es euch sagt, sind wir bereits wieder bereit. Wir sind bereits bereit für Ingame. Und ich habe jetzt einen Co-Caster. Ich sollte mich entmuten, sonst ist es schwierig, mit ihm zu reden. Hallöchen, Slam. Schön, dass du da bist. Grüße. Ja, herzlich willkommen hier zurück auf die Inferno, in dem Entropy gerade auf dem Baseball durchmarschiert. Ich mache hier meine Anmoderation, denke mir so, warum sagt er denn nichts? Hasst er mich jetzt? Ah ja, da sind wir wieder. Schön. Ist auch für mich ungewohnt. Jetzt nach einem Jahr ohne Remotecast hat man plötzlich wieder jemanden, den man entmuten muss. Ah, oh, sind wir jetzt. Ja, hier. Ja. Ich habe tatsächlich noch dran gedacht. Ey, ich habe mich selbst gemutet. Das ist okay, ich entmute mich jetzt. Und dann hast du mir gesagt, ja, okay, wir fangen jetzt an. Und dann passierte nichts und die Pistol war live. Und ich denke mir so, ja, okay, was passiert nicht denn jetzt? Der hat keinen Bock. Nee, der hat jetzt keinen Bock mehr auf mich. Was macht er denn? Ist er jetzt irgendwie... Die C, keine Ahnung, sitze ich jetzt alleine da? Was weiß ich, ist im Endeffekt komplett egal. Sprouts hat sich auf alle Fälle erstmal die Pistol geholt. Ja, Sprout hat auch hier diese Knife Round gewinnen können. Die haben wir leider nicht gesehen. Das ging für uns ein bisschen zu schnell. Aber wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm gehabt. Sprout mit dem Knife Round Sieg, mit der CT-Seite jetzt wieder auf der besseren Seite, wo sie starten können. Und wenn Maxe und Zester die Runde nicht wie durch ein Wunder noch drehen, wird das 2-0. Ja, ist natürlich schwierig mit einer Deagle und einer Auto-Shotgun gegen die Vielfalt von Waffen, die Sprout dort an den Tag legen kann. Aber nichtsdestotrotz geht's jetzt für Entropy erstmal über die Mitte und über die Apartments in Richtung A-Spot, so wie es mir scheint. Bewegungen sind auf alle Fälle distanziert. Man versucht sich dort die Solo-Picks irgendwie wie reife Früchte herauszupicken. Sehr schön gesagt. Ja, wunderbar, ne? Bin mal gespannt. Wir haben auf Inferno ist immer das Schöne, dass man viel Zeit hat. Was ist dein Lieblingsobst? Was ist deine Lieblingsfrucht? Ich habe tatsächlich eine Phobie bekommen gegen Äpfel, weil ich jeden Tag einen Apfel gegessen habe. Und ich kann keinen Apfel literally mehr essen. Ich bin bei Bananen angekommen. Bananen sind auch nice. Everyday to go Obst. Das geht immer. Sehr geil. Bei mir sind es Erdbeeren. Selbst? Ich mag Erdbeeren sehr gerne. Du bist meine Erdbeere heute. Jetzt wird's erotisch, Freunde. Meine Lieben. Ja, Sprout.
Die sind auf jeden Fall heiß, Mann. 2-0, jetzt schon wieder der Startschuss auf Inferno und Entropy hat kein Geld. Das war der Forceball-Versuch, der gescheitert ist. Nur ein paar Pistols in dieser Runde und Sprouts dem theoretischen 3-0-Start auch auf dieser Map erstmal genauso weiterzumachen, wie sie auf Nuke aufgehört haben. Das ist ein Déjà-vu zu Nuke, denn Slacks hat wieder 4 Kills und Slacks hat wieder die AWP. Und jetzt können sie wieder Entropy die Follow-up-Runde holen, sodass Slacks die AWP verliert und sie dann wieder gedroppt bekommt zur 14. Ja, muss man da sagen, dass beim letzten Mal in Runde 3 zumindest Entropy AKs hatte. Dieses. Oh! Slacks, jawoll! Rein in Dennis, gar kein Problem. Nee, überhaupt nicht. Dazu eben Even Ground. Jetzt ist man dort beim 2 gegen 2. Aber die Antwort von Slacks, die lässt nicht lange auf sich warten. Er nimmt halt dort wieder 4 mit, reduziert sich selbst um einen Kill, sodass es halt nicht so krass auf dem Scoreboard wirkt. Aber trotzdem 3-0 Führung für Sprout. Oh Mann, ey. Slacks einfach mal rein. Aber kann er nicht viel dafür eigentlich. Er sieht den Gegner, er schießt halt. Und wenn Dennis in der Sekunde vor sein Fadenkreuz läuft, dann ist das so. Da kann man Slacks keinen Vorwurf machen. Aber Dennis hat den auf jeden Fall gespürt im Hinterkopf. Ja, der Blame war trotzdem da. Hundertprozentig. Das ist ganz casual. Wenn du von deinem Teammate getötet wirst, fängst du erstmal an zu schreien. Bruder! Ja, was? What happened? Was ist los mit dir? Und Ball, er macht das gut. Der macht das sehr gut. Der ist immer da. Er macht viele, viele Entries. Jetzt auch wieder dieser erste mit Waffen. Entropy Gaming, komm, wird's jetzt wieder so ein schneller Start, damit sie in die Map kommen. Und dieses Mal muss mehr bei rumkommen als eine Runde. Gute Position von Slacks. Hat dort vielleicht das Glück, dass Zesta zuerst die linke Corner checkt. Nichtsdestotrotz, egal was passiert wäre, Slacks ist auf alle Fälle erfolgreich. Jetzt kommt dort eine Support-Flash, um eben aus dem Hausmeister hinaus zu schlüpfen. Dennoch ist das komplett irrelevant, denn Sprout ist in die Defensive zurückgezogen. Da kommt die Flashbang, aber die sieht man natürlich, also da schaut Faven natürlich nicht rein und macht den Kill am Ende auch gegen Master. Es ist im 3 gegen 4 wieder eine Unterzahl für Entropy, sie haben ihren Vorteil leider abgegeben, versuchen es jetzt aber gegen die Banane, gegen B, und da steht aktuell nur Speedy auf dem Spot. Zur Unterstützung kommt noch Faven und der muss sich jetzt retten. Faven hinter der Smoke, Entropy auf alle Fälle erstmal durchgeschlüpft. Bombe, Default gelegt. Dadurch bekommt Balls jetzt die Prime-Position zugeteilt, denn er wartet natürlich auf jegliche Aktionen, die dort auf dem B-Spot passieren könnten. Dreimal Retake, allesamt über die Kübel, über die Smokes in Richtung A. Das wird gleich brenzlig, denn die Zeit läuft. Ja, Paschanti in der Kirche, schönes Timing, da wird ein bisschen angeschossen, zieht dann rum auf die Reaktion von Faven, aber noch gerechnet, bekommt einen Frag for free Richtung Spot und das 2-on-2 ist machbar, mit einer Smoke auch noch in der Hand von Faven. Der No-Scope sitzt schon wieder, aber die Zeit läuft und läuft und läuft. Ja, da Maxe vielleicht nochmal die Exits auch in der Hand, den ersten hat er gespottet, aber da reicht es nicht mehr ganz für Dennis. Da geht er down, der Max. Ja, und dadurch kann sich Entropy hier Runde Nummer 1 auf DE Inferno sichern. Ja, zumindest. Also auch hier wieder relativ früh mit dieser ersten Runde im Spiel angekommen. Nicht zu null hinten liegen. Entropy trotzdem mit einer sehr, sehr knappen Runde. Es hat keiner überlebt. Man hat sehr, sehr viele Spieler, also alle Spieler verloren, muss diese nachkaufen. Wir sehen es am Geld. Entropy hat keine Rücklagen. Und das ist für Sprout halt eine gute Chance, auch sie zu brechen und die eigene CT-Seite zu kontrollieren. Also ganz, ganz wichtige Runde auch hier für Entropy. Ja, Maxe hat erstmal dort die erste AWP von Sprout aus der Runde genommen und Cressy läuft dort fast in seinen Suizid hinein, aber macht das wunderbar mit einem unfassbar starken 3K gegen das anfliegende Entropy. Allesamt durch die Smoke, alle one by one, alles gar kein Problem für Cressy dort in der Situation. Ja, da hüpft ihm einer nach dem anderen ins Fadenkreuz, man kann es nicht anders sagen. Er hat die Steps natürlich auch gehört, er wusste, dass da noch was kommt und hat dann so ein bisschen Moving Aimbots gespielt und einen nach dem anderen weggedrückt. Faven jetzt nochmal Richtung Banane, auch der wurde gespottet. Heieiei, schwierig im 2 gegen 4. Sowas lässt sich Sprout im Normalfall nicht nehmen. Da muss Entropy jetzt sehr kreativ werden und richtig gute Bretter verteilen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was man in dieser Unterzahlsituation denn gestalten will. Was ist wirklich der schwächere Spot, den man vor sich hat? Ist es der A-Spot, wo eben gegebenenfalls mehr Spieler stehen, aber es einfacher ist, Positionen einzunehmen? Auf jeden Fall wird kurz angespielt
Von dem Pochordi gefallen. Jetzt Balls Last Man Standing. Der schnappt sich Nummer 1. Speedy jetzt zu rechten. Unentdeckt. Jetzt gespottet. Aber da geht hier die Luft aus. Denn Balls fällt und muss sich ergeben gegen Favon. Ja, und dadurch kann Sprout sich das 4:1 sichern. So, ich werde es dir jetzt weiterleiten, was uns letztes Mal gesagt wurde über Bell Jays oder Balls. Uns wurde gesagt, man spricht ihn Ball aus. Einfach Ball. Ich weiß nicht Ball. Warum, aber einfach Ball. Man war sich innerhalb der Orga von Entropy sehr einig. Deswegen haben wir das Ball. So übernommen. Einfach Ball. Ball, okay. Aber wenn er irgendwann mal bei uns im Interview sitzt, dann fragen wir ihn einfach selber. Ich wollte dir das warum, einfach nur weiterleiten. Warum heißt du Ball? Und für was ist dieses J und dieses S? Genau, das sind interessante Fragen, die wir ihm stellen, wenn wir ihn mal im Interview haben. Heute wäre es Maxe, sollte Entropy diese Runde oder diese Map hier gewinnen. Wenn Sprout das Ding holt, dann werden wir den guten Cressy am Start. Ja, der schnappt sich genau in dieser Sekunde dort seinen nächsten Frag. Ja, zuerst der jetzt Last Man Standing im Fuchsbau. 86 HP, zieht noch sein Konto. Jetzt versucht er eben doch irgendwie abzuschlüpfen, aber da hat er keine Chance. Cressy ist da. 5:1. Sprout macht dies mit Bravour. Ich möchte mal kurz hier noch lobend erwähnen, dass Speedy mal ganz schnell locker aus dem Handgelenk so eine Fixpunkt-Flashbang für Fuchsbau hatte. Die ganz Standard-Flash, die man immer braucht. Keine Ahnung, er hat die einfach casual geworfen. Ich weiß es nicht, aber casual. Die kam perfekt. Das war wirklich, das war krass. Das war sehr, sehr auf dem Free-for-All-Deathmatch brauchst du sowas, wenn du mal ein bisschen Utility auch dabei hast. Stark. Speedy, werf mal Flash. Wohin? Fuchsbau. Bruder. Schön. 1:1 Trade. Könnte klappen. Könnte klappen, denn es macht weiter Master mit dem Refrag. Ja, 3 gegen 3 Situation. Master selbst hat nur noch 19 AP. Ball 100 per Shorty ebenso. Ja, die Utility ist across the board für Entropy nicht zu rosig, aber sie würde reichen. 2 Smokes haben sie, eine Flash noch, um einen Spot einnehmen zu können. Aber ein Slacks, der dort Schützenhilfe bekommt vom Ball, denn der schnappt sich erstmal Monster. Ah, sehr guter Frag. Damit nochmal alles umgedreht und ja, Ball, was macht er? 1 gegen 2, er hat eine AWP Richtung CT und er hat den guten Dennis noch Richtung Banane. Die Bombe auf dem Baseball planten scheint erstmal nicht sein Ziel zu sein. Er möchte Dennis noch fighten, aber Dennis hat ein viel besseres Positioning, kann ihn da rausnehmen. 6:1, Sprout macht einfach wieder genauso weiter. Die sind so krass, ich finde das einfach sehr beeindruckend, wie Sprout hier in der Meisterschaft drüber rollt aktuell. Ja, das ist einfach eine ganz, ganz klare Dominanz, die Sprout hier von sich ableiten lässt. Sprout zeigt, warum dass sie aktuell in der Weltspitze ein bisschen mitmischen können. Und Entropy will ganz klar genau dort auch hin. Dennoch ist es hier erstmal eine Art von Bravour, die sie hier gegen Entropy bzw. gegen Sprout irgendwann den Tag legen müssen, um vielleicht mal ein paar Ründchen mitnehmen zu können. Ah, das brauchen sie wirklich. Also sehr, sehr schade, dass Entropy auch auf dieser Map erstmal nicht gut reinkommt in die ganze Sache. Und die AWP liegt tatsächlich oben auf dem Dach, aber ich glaube, da kommt man noch ran, wenn man sich boostet oder so. Das müsste möglich sein, die zu picken. Die kann man picken. Die kann man höchstens übersehen. Ja, genau. Da läuft man durch, komplett in Panic-Modus, wo denn die AWP ist. Aber ich glaube, dass es vielleicht irrelevant sein könnte. Mal schauen, ob sie wirklich suchen. Ja. Maxe nochmal mit einem kleinen Shot und Zesta kann die AK zumindest mitnehmen. Jetzt hat man Waffen, von hinten aber schon der Push. Ja, 2 gegen 3. Maxe mit 20, Zesta mit 75 und dazu sind sie jetzt noch Split. Eine über Arch, eine über Kurz. Maxe hält seinen Mate ab. Jetzt bloß nicht den falschen anschießen in der Situation. Aber die Vision ist da. Cressy spottet den ersten. Maxe zieht rum. Ah, da wurde gespottet. Ja, Cressy holt den ersten und auch Zesta ist bekannt. Man weiß halt, wo er ist. Er kann eigentlich nichts machen. Jetzt peakt man ihn one by one. Cressy wird da sofort rausgenommen und Faven. Oh, nicht schon wieder! Der nächste Taser-Kill. Einfach rein in die Figur. 7-1 Brasil zum zweiten Mal in Folge und insgesamt zum, glaube ich, sogar dritten Mal für Sprout insgesamt. Ich kann mich letzte Woche daran erinnern, dass wir auch ein Brasil von Sprout hatten. Also 3 von 4 Maps einfach 7-1 geführt. Das ist schon krass. Ja, do it for the memes. Am Ende gibt es von jedem Match ein 7:1 Score. Sehr gut. Das wäre mal ein Ziel auf jeden Fall. Ambitionen und Ziele. Ich bin auch leichtgläubig im Leben.
Jetzt schauen wir mal, ob die Ambitionen Richtung B-Spot funktionieren. Bei Entropy hat der Frag Faven, dann aber der Refrag und von Ball noch gegen... Nee, das war von Ball, von Marcel noch, das Frag gegen Speedy auf der anderen Seite. Endlich mal ein Plant und endlich mal ein Vorteil. Das könnte die zweite Runde werden. Ja, Master zu rechten, Cressy dort mit der richtigen Bewegung in Richtung Ruins. Allerdings Sprout im Three-Man-Retake dort eben über den CT gefangen. Somit kommt keiner über die Banane, aber der erste Entry gefallen. Zester mit dem Refrag sofort parat. Ball jetzt auf der Side, sieht Cressy. Ja, und dadurch kann sich Entropy hier Runde Nummer 2 sichern. Und damit kommen wir wieder in altgewohnte Gewässer zurück. Denn Entropy hat jetzt die Chance, sich zu zeigen. Denn Sprout hat wenig Geld. Ja, hier sieht es zumindest deutlich knapper aus. Also Sprout nicht ganz so krass dominant wie auf Nuke, wo sie einfach auch 6.000, 7.000 Dollar pro Person übrig haben. Sondern jetzt haben sie hier die erste Runde seit einer relativ langen Zeit verloren und trotzdem nicht so viel Geld. Mit einer Scout, mit einer Deagle ist das eine Runde, die man durchaus gewinnen kann bei Entropy. Und wie du sagst, dann ist Sprout gebrochen und dann kommen vielleicht doch ein paar Runden endlich mal aufs Konto von Entropy Gaming, um sich ein bisschen zu erholen. Billy gespottet. Somit der erste Impact Damage dort für Entropy sehr, sehr gut. Die Double Nade nimmt Faven selbst nur 17 AP, was jetzt nicht zu hart Sprout trifft. Stattdessen jetzt die Entries gefallen. Slacks mit der Antwort, aber Master sofort da. Somit der B-Spot geöffnet und die Bombe hat wieder einen Freifahrtschein, denn Zester schnappt sich auch noch Faven. Na, einfach mal in die Smoke gesprayt und erfolgreich. Und man sieht die Beine, man sieht die Beine. Nein! Oh Gott, wie kann das denn passieren? Dennis, zwei Easy Frags da mitgenommen. Jetzt Maxe in der Smoke-Kante. Nicht nochmal der gleiche Spot. High Ground, Dennis. Nee. Ah, Master im 1 gegen 2. Im Dark kann er das machen. Alter. Ah, aber nicht so. Boah. Ja, da schenkt man es so ein bisschen her. Dennis hat ein super Timing, da rumzuziehen, holt sich einen Kill on the Bomb Planter und den Insta-Headshot gegen Y. Der zweite Frag war natürlich relativ schwer, da hat Dennis sehr gut geaimt. Aber trotzdem, das ist sehr ärgerlich, aus einem 4 gegen 2 diese Runde noch zu verlieren. Sprout, Halbzeitsieg, 8 zu 2 und Entropy, ja, verpasst die Chance, Sprout zu brechen. Ja, somit kann sich Sprouts Economy technisch ein bisschen recovern, aber selbst jetzt müssen sie noch auf eine SMG in Form von Faven zurückgreifen. Entropy hat somit nicht wirklich hier eine unrealistische Chance, in der 11. Runde vielleicht doch zum Erfolg zu kommen. Also so 5 Runden auf Inferno auf der T-Seite ist irgendwo gefühlt das Mindeste, das man braucht, um mitreden zu dürfen. Ja, Inferno einfach zu eng beieinander. Also die Map ist nicht hart CT-Seite. Das kannst du auch gut auf der T-Seite mal holen. Dementsprechend, wie du sagst, also 5 ist schon so der Minimalerfolg, den man mitnehmen Minimum, sollte. Ja. Sonst wird es sehr schwierig. Und Sprout hat jetzt schon wieder so einen richtigen Drive gefunden. Auch wenn die Runden schwieriger aussehen, auch wenn Sprout sich schwer tut, ist es eine sehr, sehr kritische Runde. Und wieder verliert man leider relativ früh diesen Spot. Und Sprout muss erneut in den Retake. Aber dieses Mal, glaube ich, geht man nicht dafür, weil man zu weit weg ist. Ja, sie haben auch tatsächlich nicht das Geld dafür. Wir sehen es auch sofort, die Bewegungen sind sehr, sehr defensiv positioniert. Also Entropy hat die Weak Points gerade gefunden. Es war jetzt wirklich ein paar Mal hintereinander der B-Spot, auf die man draufgekommen ist. Und mal schauen, ob sie das auch eventuell nutzen in den Follow-Up-Runden, um einen schnellen Fake zu spielen. Das wäre natürlich schon eine Meisterleistung, um Sprout hier irgendwo auf dem falschen Fuß zu erwischen. Aber durch die vielen Pushers in Richtung B halte ich das durchaus für realistisch. Ah, es wäre sehr, sehr schön, wenn das funktioniert. Wenn man darauf vielleicht auch reagieren kann. Realistisch ist es. Würde ich so unterschreiben. Realistisch ist viel. Ja. Solange wie du dran glaubst, kann es realistisch sein. Kann alles, alles sein. Okay, Sprout jetzt also mit einer wichtigen. Auf jeden Fall. Mal schauen, ob man daraus sich nochmal retten kann. Oder ob Entropy tatsächlich so ein bisschen den Drive findet. So ein bisschen dieses Momentum auf die eigene Seite bringt. Vielleicht einfach auch durch dieses etwas schnellere Spiel, was man jetzt gesehen hat in den letzten Runden, gegen Sprout ankommt. Oh, 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 oh. Double Nade, wunderbar gesetzt. Zester
schnappt sich dort in Kombination mit Ball erstmal Cressy. Dadurch allerdings nur die Ausgleichssituation, denn er selbst musste sich dort geschlagen geben gegen SlacksWP. Der aber fällt gegen Max, obwohl er so dort den Tag connecten konnte. Ja, und dadurch ist der A-Spot erstmal das Ziel für Entropy. Die Spieler von Spout schon alle am Rotieren. Dennoch wird es die Frage sein, reicht das? Der war wichtig, der war sehr wichtig. Zweiter noch gegen Spot, die Flash kam zu spät. Speedy, schön. 1 gegen 4. Ja, schön gemacht. Somit jetzt hier wirklich die Diegel von Speedy hier irgendwo gegen alle Spieler von Entropy gesetzt. Er selbst hat keinen Kevlar, er selbst hat kein Kit, er selbst hat auch nicht wirklich eine realistische Chance, hier mit zu diskutieren. Und da wurde auch straight rausgenommen. Also Maxe schnappt sich dort und seinem Team die 4. Runde. 4:8. Noch sind ein paar Runden zu spielen. Maximal 8-7 ist möglich. Damit könnte man absolut leben bei Entropy, wenn das wirklich klappen sollte. Die nächste ist nochmal sehr gut machbar, dadurch, dass Sprout einfach auch wenig Equipment hat. Wir sehen die Deagles, wir sehen die USPs. Und Entropy Gaming baut sich so langsam ein Geldpolster auf. Sie bauen sich ein bisschen Momentum auf und schöner Shot von Ball. Da hat er ganz kurz auch nochmal den zweiten Spieler oben in der Top-Mitte gesehen. Jetzt kommt der nächste Rumboost durch. Dadurch auch beide Spieler sofort wieder gespottet. Sprouts in der doppelten Unterzahlsituation. Mit zwei Spieler bekannt. Das ist tatsächlich hier sehr, sehr doable für Entropy. Oh, schön von Zester auch. Die Ecke noch sauber gecheckt gegen Speedy. Das heißt, Slacks, der lässt sich nicht so leicht aus den Latschen hauen. Er holt nochmal einen Headshot gegen Max. Jetzt muss man es zusammenspielen. Und dann kommt der Refrag indirekt von Ball. Ja, Faven Last Man Standing gegen 4. Wieder ist es die Deagle ohne Kevlar, die hier irgendwo noch mitreden sollte. Aber wir sehen sofort an der Map die Bewegung ganz klar in die Defensive. Man riskiert dort die eine Deagle nicht und man will vielleicht noch einen Exit mitnehmen. Aber das war's dann auch. Und dadurch ist Entropy hier mit der 5. Runde schon sehr, sehr gut bedient. Denn wir haben ja davor schon drüber geredet, es ist halt the bare minimum, um mitreden zu dürfen. Zumindest das hat man geschafft. Zumindest hier ist man ein bisschen dabei. Man hat auch schon den Score von Nuke gebrochen. Ist hier also deutlich weiter schon mal in einer relevanteren Position als auf Nuke. Und das sind nur drei, also aktuell sind es nur 3 Runden. Da ist Sprout jetzt nicht so übermächtig, wie es auf Nuke noch der Fall war. Also Entropy hält super gegen, hat gute Runden und zeigt hier halt auch, dass sie auch individuell durchaus mithalten können, dass das hier auch super Spieler sind. Und wie du schon am Anfang gesagt hast, man freut sich immer über so kleine Underdog-Stories. Ich freue mich, wenn Entropy gegen Sprout wirklich einen relevanten Schaden macht und den Jungs auch zeigt, hey, wir sind da, wir sind gefährlich. Ja, und vor allem, wir sind auch immer da und immer brandgefährlich, denn Master hat dort gerade wirklich in einer sehr, sehr zuversichtlichen Position versucht, in der Mitte irgendwo zum Erfolg zu kommen. Nichtsdestotrotz sind weiterhin Pashorty und Zester oben in der Top-Mitte aufgestellt. Entropy bewegt sich ganz klar erstmal mit Hauptfokus in Richtung A. Da wird auch nicht lang rumgezettelt. Die Smokes kommen rein, aber vielleicht wäre das jetzt mein Fake, denn er wird mit Sicherheit ziehen. Boah, der Collateral. Ach, ist das gemein. Slacks holt beide hier jetzt noch raus. Insgesamt schon 3 für Slacks. Er hat nochmal gesehen, dass da jemand ist. Der No-Scope geht rein. 180 und dann ist es 1 gegen 5. Ja, Ball. Ball mit den Balls gegen Cressy, Faven und Speedy. Aber 5 HP reichen dort nicht. Und Sprouts connected den letzten Schuss zur 19. Runde. Ja, sobald wieder Geld da war, sind sie zurück und haben wieder ganz schön Bock auf jeden Fall, diese noch mitzunehmen. 9:5. Die letzte Runde der ersten Halbzeit steht kurz bevor und Sprout könnte auch hier ein weiteres Mal in Richtung Double Digits, in Richtung dieser 10. Runde arbeiten. Entropy hat aber wie gesagt genug Geld. Sie sehen nochmal ganz gut aus mit dem Equipment. Volle Nades, AKs und die AWP bei Ball. Ja, der erste geht tatsächlich erstmal in Erfüllung. Jetzt ist natürlich die Frage,
ruht man sich aus auf Altbewährten und nimmt wieder den B-Spot auf, wo gerade drei Spawn-Spieler positioniert sind? Oder ist es komplett irrelevant, denn alle Frags fallen nacheinander? Boah. Dennoch ist Faven hier der Prellbock für Sprouts, der erstmal Schlimmeres verhindert. Ja, er ist der B-Spieler, er ist der B-Anker und er holt zwei raus, den dritten schafft er nicht. Jetzt müsste Dennis ins 1 gegen 3 und man zieht sich auch direkt zurück. Man rechnet natürlich damit, dass Dennis bereits rotiert sein wird. Aber ja, auch Max, Dennis hat es gehört. Ja, der hat die Info, der A-Spot ist geklärt, der A-Spot ist komplett umlaufen. Jetzt wäre es halt wirklich der Double-Push, jetzt müsste die Bombe wieder zurückgehen, denn mit einer Minute hat sie viel genug Zeit und dann wäre Dennis komplett wieder gespielt. Ja. Gute Runde. 9 zu 6. Sehr gut. Also 6 Runden ist nicht überragend, aber ist auch absolut nicht schlecht. Das ist gegen Sprout ein gutes Ergebnis. Jetzt ist man auf der CT-Seite, das ist machbar. Diese Map ist absolut offen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich 9 zu 6 gegen Sprouts irgendwo gemacht hätte, wäre ich selbst stolz auf mich. Hab ja gefühlt seit 2 Jahren kein CS mehr gespielt. Dann wird das wahrscheinlich schwierig. Ja, das wird wahrscheinlich potenziell unmöglich, aber du darfst einem Mann halt nicht seine Träume nehmen. Irgendwann machst du Stand-in für irgendein Team. Dann caste ich dich gegen Sprout. Wer den ersten FC Plepp oder was? Wow. Sehr, sehr stark. Uiuiui. Also 6-9, meine Lieben. Wir sind direkt zurück und zwar in der zweiten Pistol Round. Wie gesagt, es gibt keine Halbzeitpausen, da geht das alles flott. Und jetzt mal schauen, Sprout auf der T-Seite. Wenn sie die Pistol holen, ist natürlich ärgerlich, aber wenn Entropy die Pistol holt, dann kann der Ausgleich in greifbare Nähe rücken. Ja, Second mit Aggression von Sprout erstmal über die Apartments. Das wird ein ganz klassischer Teppich-Push werden und alle über den Balcony. Nur eine in der Mitte, das ist Speedy, aber die ersten Entries gefallen. Zester zum ersten, Follow-up von Faven gesetzt. Jetzt ist die Flash dort da, die Faven zum zweiten Mal das Sichtfeld rauft, aber trotzdem kann Sprout dort alle Frags connecten, sodass Ball Last Man Standing ist. 1 gegen 2. Er holt sich nochmal ein, er holt sich noch einen zweiten. Jetzt ist es das One-on-One, aber Faven mit 4 Kills am Ende zu stark. 10. Runde Sprout, die Pistolrunde geht an die Sprösslinge. Und meine lieben Freunde, es ist jetzt die letzte Halbzeit in diesem ersten Match, abgesehen von Overtime. Aber danach ist noch nicht Schluss. Ihr müsst nicht traurig sein. Wir haben noch ein ganzes Game für euch am Start hier mit wunderschöner Animation. Um 21.30 Uhr die Unicorns of Love gegen die E-Sport Rhein-Neckar-Jungs. Heißt in diesem Falle aktuell noch über eine Stunde. Es könnte aber sein, dass sich das vorverlegt, je nachdem, wie schnell das Game geht. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall dran. Es gibt den ganzen Abend Counter-Strike. Ja, Zester hat hier gerade ein Mörderproblem gehabt. Die Flash hat ihm den Blick geraubt und dadurch ist jetzt Pashorty Last Man Standing auf dem B-Spot. Ball in der Rotation schon aufgeschlossen. Max in der Mitte finde ich gegen Cressy, aber trotzdem geht die Bewegung ganz klar in Richtung B. Ball jetzt hinter der Smoke. Oh, pusht er durch. Boah. Hat's probiert, war cocky. Ja, auf jeden Fall der Versuch, einen krassen Move zu spielen, aber hat nicht gereicht. Master und Maxe. 2 gegen 4 und klar, sowas ist sehr, sehr schwer gegen ein gut aufgestelltes Sprout zu holen, vor allem weil sie halt sehr viel Zeit haben, jetzt im Afterplan sich zu positionieren. Man geht sogar offensiv gegen die Banane, knifet sich gegenseitig noch an. Oh. Der Glücksknife und der letzte Frag wahrscheinlich gleich gegen Maxe, denn mit 14 AP wurde auch gespottet. Faven und nein! Nochmal! Krass! Wie man es auch einfach wusste. Das war halt aber auch wirklich ein sehr, sehr schöner Strafe-Jump, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der war schön ausgeführt. Da war kein Wischiwasche, ich springe um die Ecke und probiere mein Glück, sondern es war ein glasklarer Jump. Sehr schön. Faven also mit extra Geld nochmal oben drauf. Ja, und so viel auch immer diskutiert wird, so braucht man den Knife-Kills. Ist das nicht ein bisschen Disrespect? Man muss ganz ehrlich sein, es ist einfach ein Vorteil. Wenn du einen Knife-Kill machst, ist das ein Vorteil für dich, weil es einfach dieses extra Geld gibt. Schöner Spraydown, Mitte hoch, Faven macht weiter und Cressy ebenfalls. Und dementsprechend ist das jetzt kein Disrespect, was Sprout hier macht, sondern einfach, sie nutzen ihre Stärke und ihre Dominanz, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Ja, und Pashorty findet dort den nächsten Frag der Runde. Dort schon erstmal ein Double-Ding gesetzt mit seiner USP. Jetzt nochmal Full-Flash mit der MP7 den nächsten rausgeschossen. Allerdings trotzdem hier Einbahnstraße, denn Faven nimmt ihn von hinten. Und dadurch kann Sprout sich das 12 zu 6 sichern. Aber wie du schon sagst, also
es ist halt ganz klar immer das Geld, was man irgendwo auch in der Sicht behalten muss. Das ist so viel Cash, den man dort geschenkt bekommt. So, ich bin mal ganz kurz am Investigieren. Kannst du mal die Runden noch? Ja, du, gar kein Problem. Ich investigiere einfach mal und ich philosophiere über das, was hier gerade in der Lore mit so passiert. Denn der Waffenswitch ist real. Alle wechseln dort wild hin und her. Und somit kann sich Entropy in der Distanz noch ein bisschen zurückziehen. Master über kurz, Maxe oben am Balcony. Für Shorty, der letzte Spieler auf dem A-Spot. Und das ist natürlich die Frage, ob dort irgendwo Entropy zum Zug kommt oder ob Sprout sich schlussendlich dann den Weg über kurz bahnt, so wie sie es jetzt gerade machen. Denn Wave ist der Erste, der dort rumzieht. Und dort kommt eben der Nächste hinterher. Sehr, sehr schön gemacht. Waven und Cressy auf dem Weg nach vorne. Maxe, der war ein bisschen glücklich. Er schafft es noch. Wird gerefraked von Cressy. Baal und Zesta. 2-3. Bombspot ist erschlossen. Bombe gelegt. Und Entropy geht sogar auf den Safe. Sie schaffen diesen Retake einfach nicht mehr. Und das ist die 13. Runde für Sprout. Und wie gesagt, ich habe gerade mal kurz nachgefragt. Wegen Spielvorziehung eventuell. Dann werde ich euch da gleich noch die Infos zu geben. Aktuell sieht es wieder nach einem recht deutlichen Ding aus von Sprout. Sie kommen super in die eigene T-Seite. Ja, da sind sie auch komplett über kurz nach vorne gelaufen. Also es war ein sehr, sehr schönes Play. Man ist dort auch instant für den Refrag gegangen. Also ein Double Peak, einer an der kurzen Ecke, einer an der langen Ecke, um dort eben sofort einen doppelten Winkel anspielen zu können. Und wenn man das halt macht, dann ist das halt traumhaft. Und man hat als CC, vor allem wenn man dort alleine steht, so gut wie keine Chance, irgendwo sich gegen die ankommenden Ts zu behaupten. Runde 13 für Sprout. Ja, 7 Runden Vorsprung für die Sprösslinge und mein lieber Masterplay. Wohin geht jetzt eben diese besagte Runde? Pah. Sprout. Nach der Leistung aktuell würde ich sagen Sprout, aber ich denke sowieso, dass Entropy hier gerade alles in diese Runde legt. Deswegen, vielleicht reicht das Feuer, vielleicht reicht der Glaube und der Drive, um hier diese wichtige Runde mitzunehmen. Sprout aber mit dem 13-6 schon sehr, sehr gut bestellt. Und das ist so ein bisschen die Keyround für dieses Spiel. Maxe aber mit dem Entry gegen Cressy. Und der war wichtig. Ja, das war auf alle Fälle der Eröffnungsfrag der Runde. Somit Faven jetzt der Nächste, der an der B-Smoke lummert. Ja, der nimmt sich dort Zesta instant raus. Shorty in der Smoke. Bewegung erstmal in Richtung B. Wraparound auch da. Oh, 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 oh. Das sieht schon gut aus. Das ist eigentlich nur per Shorty, der ganz alleine diesen Spot verteidigen muss. Dennis hat hinten CT alles dicht, kann das Ganze jetzt von zwei Seiten anspielen. Aber man lässt sich noch Zeit bei Sprout. Und das könnte vielleicht ein Timing sein, was Entropy nutzen kann, um rüber zu rotieren. Der Master hat ihn auf alle Fälle gesehen. Somit ist Dennis dort bekannt. Und jetzt müsste natürlich die Bewegung über die Mitte irgendwo erfolgen, sodass man Sprout dort komplett einnehmen kann. Aber da ist man einfach zu stark und da connecten auch instant die Arkas gegen Entropy, was jetzt natürlich komplett off guard erwischt wurde. Ball und Maxe, zwei Spieler für Entropy. Ja, und zwei wertvolle Waffen, die sie sich in der nächsten Runde vorerst nicht kaufen könnten. Ja, am Ende muss man sagen, mit Saves gewinnst du keine Runden und mit Saves gewinnst du kein Spiel. Natürlich sind die beiden Waffen wichtig, aber Sprout steht jetzt auf einem 14-6, was hier schon wieder so ein Punkt ist, wo Entropy sich keinen Fehler mehr erlauben darf. Sobald Sprout die Runde 15 hat, sind sie sehr, sehr sicher, nehmen sich einen weiteren Punkt mit. Und Entropy Gaming bisher leider noch, wenn ich mich richtig erinnere, in meinem Caster-Gehirn, ganz ohne CT-Runde. Also ich glaube, es waren 9-6, deswegen Sprout, flawless T-Side. Das checken wir auch gar nicht. Man sieht das nicht. Es ist. Doch, sehen wir schon. Seconds. Ja, doch. Links im Scoreboard steht 9-6 und dann Seconds. Ah, okay, ja. Drauf nice. Steht 5-0. Großartig. Ah. Sehr ja, gut, wunderbar. Wunderbar. Da bekomme ich ein Sternchen heute auf meine Gutkarte. Auf jeden Fall. Wird eingetragen, wird notiert. Mit einer persönlichen Signatur von dir. Natürlich. Weil ich hier auch was zu sagen habe. So, mal schauen. Faven jetzt erstmal Mitte wieder hoch. Er hat richtig Bock. Er geht einfach gegen. Er weiß nicht, ob da eine AWP steht, aber er geht einfach gegen. Ist ihm halt egal. Und Slacks auch er möchte ins Duell. Banane wird wieder komplett in Flammen gesetzt. Und der Zugriff ist schneller.
Der Master, der Erste, der dort gefallen ist. Shorty und Zesta alleine auf dem B-Spot, komplett außen vor. Ja, der Wraparound und den A-Spot von Sprout schon gestartet. Wir haben einen Dennis, der über die Library sich nach vorne pirscht. Speedy in der Mitte sieht den Schatten von Ball. Der hat allerdings keine Chance. Ja, und jetzt liegt's an Max im Pit. Ja, was will er machen? Cressy und Dennis, einfach zu krass. Zesta mit einer 1 gegen 4 Herausforderung. Und das bedeutet, Sprout macht sich zu 100% jetzt die 15. Runde klar. Zesta scheint nicht dafür zu gehen, scheint die M4 noch ein weiteres Mal saven zu wollen. Und jetzt werden auch die Nades auf die Teammates geworfen. Es ist einfach völlig egal. Sprout kann machen, was sie wollen. Sie sind zu krass. Ja, Zesta, Last Man Standing, hat er vielleicht gleich Glück. Die ersten zwei alleinen sich auf alle Fälle komplett. Cressy jetzt mit den Follow-Up-Tabs hinterher nochmal bestraft, sodass ihm selbst nur noch 5 HP überbleiben. Also vielleicht ist das so die kleine Schadensbegrenzung, die Zesta eventuell an den Tag legen könnte. Aber trotzdem ist es ganz klar, Runde Nummer 15 für Sprout. Jawohl, Zesta lässt sich da nicht einfach so vom Server schießen. Noch ein Frag und Cressy mit 5 HP geht auch nochmal in den Peak, versucht es durch die Smoke, schafft es nicht ganz. 15 zu 6, 9 Matchpoints auf Seiten von Sprout, 9 Chancen, um hier das nächste 2-0 ganz, ganz klar und deutlich auf den Server zu bringen. Bisher hat es nach aktuellem Stand noch kein Team geschafft in der Meisterschaft. Sprout auch nur 10 Runden abzunehmen. Bisher jedes Match Single Digits 16-3, 16-5, 16-3 und jetzt vielleicht das 16-6. Ja, Speedy bis jetzt auch nur mit 4 Frags, also der lässt sich dort komplett von Faven mit 25 Frags carryen. Ja, mal schauen, ob es hier vielleicht nochmal mehr werden. Max auf jeden Fall mit 2 Frags im Teppichgang kann dort vorerst Sprout stoppen. Ja, mal gucken, wie weit er noch kommt, wie viel er noch ausrichten kann. Flex ist aber erstmal mit dem Frag gegen Master insgesamt ein 3 gegen 3. Insgesamt eine Runde, die erstmal noch nicht völlig vernichtend aussieht auf Seiten von Entropy Gaming. Die Knochenregel, sie hat auf der ersten Map nicht geklappt. Auf der zweiten sieht es auch nicht gut aus. Faven mit dem nächsten Frag. Pashorty und Maxe 2 gegen 3 und Pashorty im 1-on-3. Ja, now or never für den Herrn von Entropy. Clutch or kick, könnte man auch sagen. Denn dann ist das Ganze hier vorbei. Der Server wird sich downshutten und er hat alles auf seinem Finger. Kit hat er. Smoke hat er nicht, aber Monas auf Hunde Flash und sie umlaufen ihn halt komplett gerade. Der ist so chancenlos da, aber er weiß es noch nicht. Naja, hat keine Chance. Oh, das ist ein 3-Man-Peak. Oh mein Gott. Ah, man lässt ihn nochmal. Man lässt ihm nochmal eine Chance. Man lässt ihm nochmal eine Chance. Der Knife-Kill, Speedy. Oh. Es wurde fast nochmal spannend, aber nein, am Ende ist es das 16 zu 6. Sprout macht 2 recht klare Situationen hier draus und gewinnt auch diesen Spieltag der ESL-Meisterschaft mit 2 zu 0. Glasklar. Klar. 16-3, 16-6. Was eine Dominanz von Sprout hier auf dem Server. Wir machen eine ganz, ganz, ganz kurze Pause. 2 Minuten ungefähr. Dann sehen wir uns nämlich wieder und zwar mit dem guten Cressy von Sprout im Nachmatch-Interview und dann auch mit Kamera. Sein wunderschönes Gesicht wartet auf euch. Also wehe, schaltet ab. Bleibt dran. Bis gleich.
So, liebe Freunde, willkommen zurück bei der ESL-Meisterschaft und jetzt ein wunderschönes Gesicht seht ihr auf jeden Fall, und zwar den guten Kresti. Herzlich willkommen, was ein 2-0, das ist die zweite Woche, in der ihr so eine Leistung abruft. Wie war das Game für dich? War ein ganz cooles Game, war wie erwartet, würde ich sagen, weil wir klarer Favorit sind in der Liga, vor allem in der Gruppe jetzt. Mann der kurzen Worte. Ja, ich weiß, also wir packen halt nicht all unsere Strats aus, versuchen viel auf Gesicht zu gehen und boah, so. Es ist halt auf dem Papier, ist halt klar, dass wir Favorit sind. Wir spielen Fulltime. Die meisten Teams, also die zwei Teams, gegen die wir gespielt haben, sind halt noch nicht Fulltime. Und ja. Hat auf alle Fälle jetzt vor allem auch Nuke und auf Inferno glorreich funktioniert. Ich meine, zu viel können wir ja gar nicht runterbrechen. Ich meine, es war ja sehr eindeutig, wie du schon selbst gesagt hast. Aber wir können ja mal auch die schwächeren Teams loben und können auch mal sagen, wer denn aus deiner Sicht zum Beispiel der gefährlichste Spieler heute von Entropy auf dem Server war. Ich meine, es waren ja ein paar Aktionen dabei, die auch für sie gut gelaufen sind. War da jemand dabei, der euch ein bisschen überrascht hat? Also persönlich, mir selbst ist auf Inferno Max aufgefallen, weil ich da ein paar Mal gedrypeakt wurde im Haus und dann ein bisschen geflamed habe. es ist halt gut so zu spielen, weil die Teams, die Favoriten sind, werden halt wahrscheinlich ein bisschen weniger Respekt haben beim Spielen, ein bisschen mehr peaken, dry und alles. Und er hat mich halt im Haus ein bisschen gefickt, würde ich sagen. aber halt ein paar Mal genommen im Haus und ja. Ja, wir haben es auf jeden Fall gesehen, aber ihr hattet overall, denke ich, gut Spaß. Wir brauchen einen On-Demand-Piepton hier noch, damit dass wir sowas so schnell wie es geht zensieren können. Also es ist spät genug. Eine Frage, die mich brennend interessiert, du hast ja gerade gesagt, ihr seid Fulltime, ihr trainiert täglich, ihr habt einen vollen Schedule und für euch geht jetzt spielerisch in den nächsten Tagen heiß her. Heute Abend ESL-Meisterschaft, morgen früh um 9 Uhr dann Snow Sweet Snow und dann wieder am Abend die MDL oder die ESEA Premier. Wie machst du das, dass du zu so unterschiedlichsten Zeiten volle Leistung abrufen kannst? Ja, es ist schwer, wenn man halt morgens ein Game hat und abends dann auch so, sag ich mal, wenn wir jetzt morgen ein 9 Uhr Game haben und dann abends, ich glaube, das abends wurde verschoben, ich bin mir nicht sicher, weil wir haben erst am nächsten Tag um 19 Uhr ein MDL Game gegen Argo, habe ich hier drin stehen im Kalender. Ja. Aber ich sag mal so, ich versuche meinen Schlafrhythmus immer anzupassen, wenn wir so ein Game um 15 Uhr haben, dass ich ein bisschen später aufstehe und dass ich dann halt, sag ich mal, ready bin, weil ich muss eigentlich immer, sag ich mal, früh aufstehen, beziehungsweise kurz vorm Official aufstehen, um halt so meine Daily Routine runterzubekommen. Weil ich immer 2 Stunden vorm Game, wenn wir, sag ich mal, um 11 Uhr oder so, oder nee, sagen wir 13 Uhr, haben wir Practice, dann versuche ich immer so um 10 Uhr aufzustehen, mache mich immer fertig, immer 1 Stunde individuelles Training, Warm-up, Aimbots etc. Und, krass. Ja. Und wenn halt die Abendgames kommen, dann, keine Ahnung, dann habe ich auch meistens die Probleme, wenn wir halt schon vorher ein Official hatten, dann muss man halt ein bisschen Pause nehmen vom Spiel, ein bisschen rausgehen, ich gehe halt ab und zu mal spazieren und man muss halt weg vom PC und dann mache ich halt die gleiche Routine dann nochmal mit dem 1 Stunde Deathmatch und sowas vorher. Und falls wir halt pracken wir halt vorher und das ist halt auch gutes Warm-up dann. Ja, also echt krass, da merkt man einfach mal, Pro-Player sein ist ein Job. Man muss so viel Effort reinsetzen in diese Matches. Ihr seid trotzdem in der Gruppe natürlich, in der Meisterschaft, der klare Favorit. Was würdest du sagen, welches Team ist für euch noch die größte Gefahr? Ist es ein Unicorns, ist es ein TTC? So, wo seht ihr die größte Challenge für euch? Ich würde sagen, TTC würde ich am ekelhaftesten beschreiben im Match, weil Unicorn spielt halt so, sag ich mal, dieses mehr Teamplay-CS und ist halt, sag ich mal, schlagbar für uns. Aber wenn so ein TTC dann um die Ecken piekt und dann Crowny oder so ein Power mit seiner AWP oder wer auch immer da, also Crowny und beide spielen ein bisschen die AWP, kommen halt um die Ecken und machen einen halt kaputt. So. Und dagegen kann man halt wenig machen, außer man spielt selber sehr gut im Team oder man haut sie selber mit dem Aiming weg vom Server. Und da würde ich sie als ekelhaftesten Gegner da ansehen und schwersten. Dann sind wir sehr gespannt. Nächste Woche geht's gegen Touch the Crown. Ich freue mich sehr. Wir werden das Ganze auch wieder natürlich casten. Und wie immer, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Die letzten Worte gehören dir. Danke euch fürs Casten. Danke an jeden Supporter. Danke an mein Team. Die sind wundervoll. Und das wird süß. Ja, und ihr seid auch wundervoll. Und alle Frauen sind auch wundervoll. Weltfrauentag halt. Stimmt. Sehr, sehr schön. Perfekt. Liebe geht raus an alle Frauen. Optimal. Dann grüßt die Jungs und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, danke euch. Bye, bye. Ciao. Ach, ist das schön.
Ich finde Aftermatch-Interviews sind immer so mein Highlight. Ich finde das so schön, mit den Jungs zu quatschen. Und Cressy hat gesagt, TTC ist der unangenehmste Gegner. Die sind nächste Woche dran. Wir beide werden das casten. Ich freue mich drauf. Ach, wunderbar. Da weißt du schon wieder mehr als ich. Aber ich bin natürlich sowas von froh, dass ich einen Engel wie dich an meiner Seite habe, der diese Background-Information jederzeit parat hat. Ja, natürlich. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, alles parat zu haben. Was ich jetzt auch hoffentlich gleich parat habe, ist die Uhrzeit. Leider nicht. Also, um 21 Uhr war angesetzt, vielleicht das Ding vorzuverlegen. Bisher kam aber nicht die finale Confirmation von beiden Teams. Das heißt, aktuell kann ich euch noch nicht sagen, wann es weitergeht. Geplant, gescheduled ist 21.30 Uhr. Das heißt, wir werden den Timer jetzt erstmal auf 21.20 Uhr ansetzen, damit wir noch mit der Pre-Show am Start sind. Bis dahin könnte es eine Pause geben, es könnte aber auch früher starten. Seid also auf jeden Fall einigermaßen ready, lauft nicht zu weit weg vom PC. Und dann sehen wir beide uns gleich wieder mit dem zweiten Match des Tages, wenn die Unicorns of Love gegen eSport Rhein-Neckar in den Kampf treten. Kurze Pause, ja, bis gleich. Tschüss. Ciao.